auferstanden aus Ruinen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes diese neue museale Einrichtung, deren Eröffnung wir heute feiern. Sie ist sicher einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte unseres seit 1963 existierenden Maisgabemuseums. An einem Tag wie diesem ist es gewiss angebracht, sich in Erinnerung zu rufen, wie und warum die Schaffung einer Museumsdépendance möglich war. Mit der Wende und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Öffnung der damaligen DDR brachen die Absatzmärkte für die hiesigen Gerbereibetriebe fast vollständig zusammen. Bis 1989 produzierten in Dummerle-Kirchheim 14 private Gerbereibetriebe und eine Lederfabrik mit über 200 Angestellten. Mittlerweile gibt es nur noch einen Gerber, der sein Gewerbe als Gerber angelegt hat. Gegen die Konkurrenz, vor allem aus den Billiglohnländern, konnten sich die hiesigen Gerbereibetriebe nicht behaupten. Auch wären die in Dummerle-Kirchheim zumeist mit einer verhältnismäßig geringen Kapitaldecke ausgestatteten Familienbetriebe nicht in der Lage gewesen, alle erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen zu finanzieren. Die Gerbereibetriebe starben nach und nach. Die Gerber mussten sich neue Beschäftigungsverhältnisse suchen, was natürlich bitter war, da vor allem die Familienbetriebe häufig in dritter oder vierter Generation geführt wurden. Die Gerbereitechnik wurde zum großen Teil nach Polen und Russland verkauft. In dieser Niedergangsphase des heimischen Gerberhandwerks erkannte vor allem Bürgermeister Manfred Berr die Notwendigkeit, die Gerbereimaschinen zu retten, was noch zu retten war, um irgendwann den nachfolgenden Generationen zeigen zu können, wie die Väter und Großväter im Schweiße des Angesichts ihren Lebensunterhalt verdient haben. Um die noch verfügbaren Gerbereimaschinen zu sichern und alle Kompetenzen für deren Wiederinbetriebnahme zu bündeln, wurde auf Anregung des Bürgermeisters ein Museumsbeirat gebildet. Dem Engagement der Herren Hans-Georg Prokopius, Dieter Glaufer, Lothar Manik, Heinz Krengel, Arno Becker und Manfred Berr ist es zu verdanken, dass die für den Aufbau einer Produktionsstätte erforderlichen Gerbereimaschinen aufgespürt und sichergestellt werden. Darüber hinaus gingen von ihnen zahlreiche Ideen und Anregungen für den technischen Aufbau der Stätte aus. Für die konstruktive Zusammenarbeit, die, wie ich hoffe, in gleicher Art und Weise fortgesetzt wird, möchte ich mich an dieser Stelle ganz besonders herzlich bedanken. Welche Hürden waren auf dem Weg zur Realisierung unseres Vorhabens zu nehmen? Nachdem die Stadt Dummerle-Kirchheim ein geeignetes Grundstück für den Aufbau der technischen Ausstellung von der Erbengemeinschaft Hildenstein erworben hatte, mussten umfangreiche Abrissarbeiten durchgeführt und Altlasten beseitigt werden. Ein Glücksfall, aber auch eine Herausforderung, war dann das uns in Aussicht stellen von Fördermitteln durch die EU, das Kultur- und Landwirtschaftsministerium zur Finanzierung des Bauvorhabens. In aller Eile mussten Konzepte erarbeitet, Förderanträge gestellt, Projekt- bzw. Bauzeichnungen angefertigt und termingerecht eingehalten. Dann hieß es, die Fördermittel kommen, doch sie kamen nicht, nicht sofort jedenfalls. Wir mussten uns in Geduld üben. Schließlich floss jedoch das notwendige Geld. Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich, doch ohne es bewegt sich fast nichts. Umso dankbarer war und bin ich für die geleistete Hilfe und Unterstützung der Kollegen aus den anderen Ämtern, ohne die wir sicherlich nicht so schnell so weit gekommen wären. Das Bauamt und die Kämmerei behandelten das Museum und sein Projekt Technische Ausstellung keineswegs wie den Wurmfortsatz der Verwaltung, sondern stets mit Priorität und halfen dadurch, die Umsetzung des Vorhabens zu forcieren. Auch daher möchte ich mich ganz besonders herzlich bei der Kämmerin Frau Körner und dem Bauamtsleiter Herrn Heinke bedanken. Die Bauausführung leitete das Planungsbüro Nester in altbewährter Weise, was sicher nicht ganz einfach war, denn das Streben nach Authentizität und die vorhandenen Bauvorschriften mussten ja irgendwie in Einklang gebracht werden. Für die erfolgte Planung und Umsetzung des Projektes möchte ich auch Herrn Nestler und den am Bau beteiligten Subunternehmen danken. Nun gibt es also neben dem seit 1963 existierenden Weißgerbemuseum, in dem das traditionelle Gerben bis zur Jahrhundertwende gezeigt wird, auch die technische Ausstellung mit moderner Gerbereitechnik, die zum Teil bis 1990 in Betrieb war. Als Herzstück der technischen Ausstellung müssen also die Gerbereimaschinen angesehen werden. Die jahrzehntelange Produktion mit diesen Maschinen, aber auch die Jahre während der Stillstand, hatten sichtbare Spuren hinterlassen. Sie wurden daher durch die als AWM-Kräfte tätigen Herren Krengel, Novs, Luther und Schilling gereinigt, entrostet, gestrichen und montiert. Um die
Funktionsfähigkeit der Maschinen wiederherzustellen, was erforderlich beschädigte Bauteile nachzufertigen und zu ersetzen. Möglich wurde dies vor allem durch die uns im Rahmen der Kampagne Kulturland Brandenburg 2000 zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Dank der von den Technikhistorischen Museen des Landes Brandenburg, dem Kulturministerium und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung geförderten Kampagne Kulturland Brandenburg 2000 wurde unser Projekt aber auch landesweit bekannt. Endlich kann nun den Besuchern neben dem traditionellen Gerben auch die moderne Lederherstellung gezeigt werden. Um die Erwartungen vielleicht einiger Bürger nicht zu enttäuschen, sei jedoch angemerkt, dass die technische Ausstellung eben eine Ausstellung, ein Museum und keine originale Gerberwerkstatt ist. Unser Museum als multifunktionales historisches Zentrum hat noch andere kulturelle Aufgaben zu erfüllen. Im Übrigen ist historische Wirklichkeit im Museum stets Rekonstruktion und Konstruktion zugleich und spiegelt die Interessen derer, die historisches Material sammeln, erforschen, bewahren und ausstellen. Insofern dokumentiert die Präsentation jedes Gerätes, jeder Maschine Zeitströme, steht also für bestimmte Erkenntnisprozesse sowie Problemlösungen und bietet Anlass zu kritischen Fragen. Sie werden im Folgenden eine Anordnung von Gerbereimaschinen antreffen, allerdings noch keine vollkommen ausgestaltete Ausstellung. Hierfür benötigen wir noch einige Zeit. Dennoch lässt die aufgebaute Produktionsstrecke, mit der bald sogar Schaugerbungen durchgeführt werden können, bereits erahnen, was den Besuchern dieses Hauses in Zukunft geboten wird. Die Räumlichkeiten in der zweiten Etage bieten sogar Platz für Filmvorführungen und Videovorträge. Auch der Innenhof mit der herrlichen Galerie sowie das grüne Umfeld lassen sich für Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art nutzen. Sammeln Sie am heutigen Tag also die richtigen Eindrücke und geben Sie diese weiter, sodass sich schneller herumspricht, was für eine tolle Attraktion in Oberkirchheim auf die Bürger und Besucher der Stadt wartet. Wir eröffnen heute aber nicht nur die technische Ausstellung, sondern auch die Ausstellung ganz einfach handhaben, der Künstlerin Signe Thiel, die von der Akademie der Künste vermittelt worden ist. Durch diese Ausstellung in der zweiten Etage wird uns zum Teil, nachdem wir uns unter Anleitung der Gerber Prokopius, Krenk und Malik die technische Ausstellung angesehen haben. Dankeschön. Es leben die Lieder, das Brot und der Wein, wie bei der Musika. Denn singen und essen und trinken muss sein, wie bei der Musika. Viva la, viva la Musica, viva la, viva la Musica, viva la, viva la, viva l'amor, viva la Musica. Es lebe ein jeder, der fröhlich kann sein, viva la Musica. Und sei es mit Säften noch besser mit Wein, viva la Musica. Viva la, viva la Musica, viva la, viva la Musica, viva la, viva la, viva l'amor, viva la Musica. Viva la, viva la Musica, viva la, viva la Musica, viva la, viva la, viva l'amor, viva la Musica. Dem Posaunenchor der Evangelischen Kirche, Horst Jäger, herzlichen Dank, Horst. Und Herrn Lukas mit seinen Landes-, Frauen- und Männern. Danke für die Darbietung. Aber jetzt kommt das, was das Wichtigste ist, das aufzunehmen, was man dem Nachbarn weiterziehen soll, damit die Besucher zahlreich in die Zukunft erteilen und nicht nur helfen, sondern einen längeren Zeitraum. Und dass hier etwas mehr zu machen ist, werden wir gleich mitbekommen. Die Reihenfolge jetzt wäre,
heute ist dann Dr. Hanslock mit Handschlag. Ich habe nämlich meinen Schlüssel, den ich gerade hier zu Hause gebe. Aber machen wir es so, der kriegt es auch so auf den Kanton. Beirates hier, und die ich auch mal besonders nicht gedacht habe, das der letzten Minute. Wir gedrückt haben, vor allen Dingen für ihre Standhaftigkeit über die Jahre im Vorfeld. Es war gar nicht so einfach, wie vier Wochen Rhythmus im letzten Vierteljahr wöchentlich hierher zu bekommen, aber wir haben gut. Dafür mein Dank, und wer Fragen hat, die werden sie beantworten, und wer gern noch was will. Wiederkommen, dann kriegt man mehr gesagt. So, und da wir hier sind, aber hier standen haben, den Rundgang noch mit erleben wollen und auch noch die zweite Ausstellung, die oben stattfindet. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen, Doppel. Herzlich willkommen. Nachdem wir uns das alles angesehen haben, haben wir ein kleines Tee eingerichtet und werden etwas stärken, würde ich auch. Also dann bitte nacheinander.